Oder mindestens Square Park ist ja eine einzige Quarantänezone. Krass. Ist ja quasi wie in echt. Ich war noch nie da. Ja, jetzt schon. Bringt halt auch voll viel, so eine Quarantänezone. Ist das so? Wenn da ein Zaun drum ist, der mit Löchern voll ist. Ja. Da kommen die Giftstoffe nicht dran vorbei. Die wissen ja gar nicht, wo sie durch sollen. Durch welches Loch zuerst, oder was? Mhm. That's correct. Das kann natürlich sein, ne? Betreten eines sicheren Bereichs. Aha. Gott sei Dank. Aha, interessant. Okay, so sieht's aus. Früher haben meine Jungs und ich dafür gesorgt, dass hier in der Gegend alles glatt läuft. Aber die Hälfte meiner Jungs ist tot. Vic hat sich diesen Cleaners angeschlossen und alles geht den Bach runter. Sie müssen einspringen, denn im Moment kann ich nichts tun. Boah, Vic, die alte Kackbratze, ne? Ist hier nicht irgendwie auch Muni auffüllen? Hm. Unten. Oh, ich will nach oben. Ach, ey, Vic. Vic Vaporub, warum macht der sowas? Weiß ich nicht. Toll, warum nicht? Weiß ich nicht. It's a game. So. Jetzt den sicheren Bereich. Ja, dann geh ich wieder zurück, ne? Das ist mir eindeutig zu gefährlich. Geiselettung, Geiselettung. Wir sind unterwegs. Schönes Lied. Scheiß. Das ist Geiselettungslied. Dachte ich mir. Warnung. Feindpräsenz entdeckt. Feindpräsenz entdeckt. Witzig. Da war einer. Warte. Mann, warte doch. Warum, die rollt doch weiter. Aber du machst wie so wenig Schaden. Schön dir noch nicht so gut. Oh Gott. Gut, da versucht sie sich jetzt hier, ne? Ja, trotzdem. Ist überhaupt hier hoch. Huch! Moment, da hat jemand geklopft. Ja, hier sind Gegner. Nee, ich glaube, die Geiseln klopfen. Ja, lass sie klopfen, mir egal. Hier, Mine. Search and destroy. Yeah, 7 FPS, wird immer besser, geil. Also, Suchermine ist nicht so dein Ding. 7 FPS? Ja. Ja, fast sagen, das ist unspielbar. Aha. Die Leute beschweren sich über Quantum Break. Ja, aber bei Quantum Break ist es ja die ganze Zeit so. Ja, aber ich glaube, die hast du immer noch mehr als 7. Sind jetzt sicher. Was ist denn hier los, ey? Hier voll der fette Fight oder was? Schluck mal, Junge. Ein Gegner, voll der fette Fight. Nee, da ist noch ein Gegner. Und da hinten ist noch einer. Ich muss nochmal runter, das Loot. Loot. So, wohin gehen wir denn jetzt? Weiß ich nicht, da hinten hin anscheinend, okay. Ja, die macht halt noch zu wenig Schaden. Da muss man mal gucken, was noch die anderen Mods drauf haben, ne, von der Suchermine. Ja, wobei ich nicht glaube, dass sich der Schaden da so... extrem erhöhen wird. Ja, aber guck mal, bei deinem Ding hat sich das... Hallo! Hier wird nicht geschritten, verpisst euch. Ja, aber die Haftgranate hat ja von Anfang an auch schon einiges mehr an Schaden gemacht. Nee. Nicht? Nee. Dann nehme ich die jetzt auch. Boah, du hast da was. Jetzt bleibt er da wieder stehen. Ja, da war ein Einsatzbericht. Der ist mir doch scheißegal. Ist mein Einsatzbericht? Nein.
Scheiße, diese Idioten hatten Fernseher im Badezimmer. In beiden. Automatische Toiletten. Mit Knöpfen und allem drum und dran. Eine Maschine zum Arsch abwischen. Das ist doch nicht normal, Mann. Die Stoff. Die werde ich gleich mal ausprobieren. Bin's leid, mir den Arsch selbst abzuwischen. Gestern waren wir in der Bude von so einem Kunstsammler. Scheiße, war wie in einem Museum. So ein Picasso an der Wand. Völlig kaputte Fressen. Wie die von Billy Dee. Dieser hässliche Typ. Erinnerst du dich an den noch? Ja. Gefällt dir so ein Kram? Mann, der Scheiß ist hässlich, Alter. Ich hab's mit dem Messer zerfetzt. Aber den Schnaps hab ich mitgenommen. Trink nicht alles allein. Gib mir gefälligst was ab. Prioritäten sind richtig gesetzt. Ah, das ist noch ein Kampf. Ware lokalisiert. Lade Koordinaten. Geh zu dem, sind wir doch gegangen. Seht ihr den Typen? Verschreibt alles. Ja, aber so in Kombination kann man damit schon ein, zwei Gegner töten. Weiß ich gar nicht. Kann sein. JTF-Verstärkung angefordert. Ja, aber auch. Könnte auch behalten. Gegner nähern sich. Was? Warnung. Feindkräfte nähern sich. Alarm. Strafvorrichtung wurde Ups. Entdeckt. Die sind ja. Aua. Die sind ja geil drauf. Laufen einfach an uns vorbei. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Oh, ja, ja, ja. Warnung. Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Wo kommen die denn jetzt von da hinten? Die, die überlebt haben. Guck mal, die kommen wieder zu mir. Das ist ja cool. Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Komm mit, kleine Mine, lass mir den anderen Typ in Ruhe. Komm mit. Oh Gott. Die greifen wieder das Ding an. Ah, jetzt, jetzt wird sie wieder böse. Richtig so. Boah, ey. Weißt du, an solchen Sachen merkt man, wir nehmen das Spiel sehr ernst. Ja. Unseren Job als Division-Agenten. Ja. Auf jeden Fall. Aber dass sie so, dass sie dann, ich sag mal, neutral bleibt, ist schon lustig. Mhm. Ja, gut, dass wir so machen, soll sie dich angreifen. Nee, aber verschwinden. Naja, gut, sie müsste sich ja dann töten. Das ist nicht einprogrammiert. Selbsttermination ist nicht gestattet. Nicht vorgesehen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Meinst du? War aber knapp. Ja, ja. Z ist wohl true, ja, 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 ja. Also zwischendurch dachte ich echt, dass wir nicht, dass es ja, nicht ja. Schafft. Ja, ja. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Die Suchermine in der Dark Zone müsste doch dann eigentlich voll OP sein. Naja, weiß nicht. Die zeigt dir halt, wo die Leute sind, ne? Ja, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lang. Oh, hier ist vermisster Agent. Ich weiß halt auch nicht, wie lang das ist, ne? Also, wie weit die Range ist, wo sie sucht. Halt die Fresse hier! Er ist auch, der geht einfach wieder weg. Dann. So, wohin soll man jetzt gehen? Achso, ja. Du willst jetzt kämpfen? Ne, ich glaube, das war alles. Das war alles am Widerstand. Wenn er noch, oh, Moment! Achso, das wird ja immer angezeigt, ne? Was? Die Spur. Ja. Yeah. Moment, was? Da lang? Ja, nee, das ist aber jetzt doof. Warum? Ja, weil die auch was ist. Boah. Und ich schummel hier zuerst die Werkzeuge. Den ganzen geilen Scheiß hier. Damit wir uns die besten Imba-Sachen craften können, die es gibt. Wie so ein Kampf. Ja, das, da wollte ich ja ursprünglich hin. Achso. Aber jetzt ist halt die Frage, ob man zuerst die Agentenspur holt. Na, kann man sich auch irgendwann später holen. Ja, aber dann verlieren wir so aus dem Auge. Ja, aber wenn wir sagen, wir machen trotzdem ja eh alles, dann nicht. Haben wir das gesagt? Weiß ich nicht. Wie kommt man denn da hoch? Weiß ich nicht.
Doch, ich weiß, wie hier. Wir sind an einem Seil vorbeigelaufen. Ehrlich? Ja. Whee, wie Batman! Batman! Ich werde beschossen! Jetzt schon. Ja. Krass. Los, Mine! Boah, wird ein Gegner getötet. Ja, mehr als ein Gegner kriegt der nicht hin, glaube ich. Ich hab 5. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Ja, müsste man aber echt gucken, was so die Mods bringen, ne? Echt? Dann regiert im Tod oder so, ne? Egal. Nein! Ich weiß nicht, wie ich schlagen kann, verdammt. Oh, du bist down? Ja. Ja, ich bin so auf den zugerannt, wollte ihn eigentlich schlagen, aber ich habe vergessen, wie man schlägt. Und ich bin... Ah, oh, das war knapp. Das war Timing! Achso. Was hast du denn? So, ich dachte jetzt hier richtig geil High-End-Shit, aber dann nur der fucking Geiselschlüssel, ey. Enttäuschend. Ja, das Spiel wollte wohl nicht. Wäre aber auch seltsam, wenn in dem Gebiet hier schon der High-End-Shit droppen würde. Ja, ist mir egal. Ja, ihr seid frei. Zivilisten sind sicher. Verpisst euch. Lass mich hier durch. The Division. Öffnen. Ist voll, kann ich nicht mitnehmen. Ja, schön, dass wir es gemacht haben. Aber die Sachen lohnen sich halt auch, also von der Ausrüstung her eigentlich gar nicht. Nur dass man irgendwie diese Nebenmissionen angeht. Ja, aber man hat sie gemacht. So, dann da runter. Oder wollen wir jetzt die Agentenspurmanten? Mir ist es egal. Können wir machen. Also das war ja noch hier geradeaus. Die ging nach rechts. Die Frage hier oben oder unten? Oben wahrscheinlich. Ja gut, so viel möglich bleibt jetzt eigentlich auch nicht. Doch, wieder zurück. Hätte das erwartet. Dass wir wieder zurück müssen? Das wäre ein Twist. Wann? Da ist die Wand, wo der das Ding hingezeigt hat. Ja, du weißt Bescheid. Ich wette, wir müssen da rein. Das sagst du so. Wir müssen aber da rein. Tasche. Aufzug? Nee, Tasche. Müssen jetzt echt... Komm, drück einfach den Knopf, gen. Oh, guck mal hier. Das ist das Symbol für nach unten, oder was? Nach oben. Nach oben. Weiß nicht. Nach irgendwo hin, wo wir jetzt nicht sind. Ich denke mal, das schon kann man so sagen. Ja, das trifft's ganz gut. Ja, 9. Okay, hat schon mal vorausgeladen. 10. Wow. Kommen wir jetzt hier auch wieder raus, oder? Nein, wir haben einen Fahrstuhl. Oh, nee. Oder? Ich denke zumindest. Sonst hier nicht mehr raus. Wahrscheinlich nicht. Ich fahre mit dem Fahrstuhl. Doch, hier. Weil ich will Fahrstuhl fahren. Fahrstuhl fahren ist viel tollerer. Müsste noch so Musik kommen. Waffen oder Fertigkeiten können hier nicht eingesetzt werden. Warum nicht? Weil es ein sicherer Bereich ist. Wer sagt das? Das ist ein Fahrstuhl. Fahrstühle sind nie sicher. Der Text hat das gesagt, hast du nicht gesehen? Der Text hat keine Ahnung, ey. Kann ich hier runterspringen? So. Ja, aber dann bist du tot. Magst du das mal kurz ausprobieren? Ja, aber dann bin ich tot. Ich fange dich auf. Ja, aber du bist doch oben. Ja, ich fange dich auf. Ich schmeiße meine Mine und mein Erste-Hilfe-Kit runter. Ja gut, dann würde ich aber direkt wiederbelebt werden. Und dann warum bin auch, ich, du die Mine wirfst. Ja, weil die Mine, die droppt deinen Stoß nach oben. Genau.
Und dann fängt die dich so ein bisschen ab. Mhm. Grand Midwest. Okay. Nein. Doch. Boah, ey. Was denn? Da ist irgendein, ich glaube, das Ding da hinten ja, hat nicht genommen. Nee, nicht egal. Das ist alles tot. Das ist alles kaputt. Das ist alles. Signalverfolgung. Das ist alles vergessen. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Nein, nix Koordinaten hochladen, hier ist vorbei. Helfen Sie mir bei der Suche nach den Vorräten? Nein. Danke. Achso. Dün, dün, dün. Boah, wie. Dün, dün, dün. Dün, dün, dün. Bist du jetzt da oben gegangen, weil von da die Gegner kommen? Nee, ich bin da oben gegangen, weil da oben ein Koffer ist. Ja, aber hinten ist ja auch einer. Wir pusten euch alle weg. Ja, noch weiter weg ging's nicht, oder was? Kann ich ihn nicht eigentlich runterschmeißen oder so? Nee, ne? Nee. Wäre aber schon cool. Ja. Oh Gott. Nachladen. Boah. Das sind die Missionen, die mir am meisten Spaß machen. Echt? Nein. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. War ja auch gelogen. Nee, ich glaube, du meinst ja schon total ernst. Vor allem, es kommen halt auch keine Gegner mehr. Ich hatte ja zwei Gegner. Ich auch. Ich auch. Nee, ich glaube sogar drei. Einer wurde von der Mine getötet und zwei habe ich getötet. Und die stehen hier rum und denken sich so, yo, was geht ab? Das ist der JTF. Waren da zwei Koffer? Und drei, meine ich? Nö. Weil da drei in dem Fach sind. Na, einer war wahrscheinlich, einen haben sie schon geholt, weißt du? Ah. Da haben sie sich gedacht, oh, das machen wir selber. So, was haben wir jetzt hier noch? Nebeneinsatz. Telefon. Okay, aufgepasst, hört mal zu. Ich bekomme eine Menge Fragen zu dieser Directive 51 und den Leuten mit den orangenen Armbanduhren und dem ganzen anderen Scheiß, der hier abgeht und von dem keiner weiß, was das soll. Also, heute ist euer Glückstag. Ich gebe euch eine Kurzfassung und danach will ich keine Fragen mehr hören. Gut, das Wichtigste zuerst. Ja, wir müssen das tun. Directive 51 kommt direkt aus dem Büro des Präsidenten. Das heißt, daran ist nichts zu rütteln. Wenn sie jemand in Kraft setzt, müssen wir spuren. Voll synchron, ey. Wo ist der erste Lieutenant? Ist mir scheißegal, die werden alle sterben. Ja gut, da sage ich erstmal grundsätzlich nichts gegen, aber... Was macht der denn da? Warum läuft der die ganze Zeit hin und her? Ist der, hin und her? Ist der doof? Kämpfe, wie es sich für eine Frau gehört. Achso, das war der erste. Okay. Hä? Mach da hoch. Nein! Nicht? Nein. Okay. Du-du-du-du-du-du. 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 Du-du-du-du-du. Dreizehntausend Crit. Ein Sniper? Mhm. Jo. Alle zusammen, los. Die ist ein bisschen komisch jetzt kaputt gegangen. Ich weiß, wie schießen die kaputt gegangen. Vor dem Gegner. Ja, also, die hat ihn nicht mal mehr richtig getroffen. Okay. Ja, die hat keinen Bock gehabt.
Hoch, du Heilige! Scheiße. Geht ab. Big G ist hier im Stissel. Ich weiß. Genau, Big G. Konzentrier dich auf ihn. Ausgetrickst. Nein, nicht auf mich konzentrieren. Big G, was ist los mit dir? Spiel mit meiner Granate. Und hier, du kriegst dann auch das hier, mein Freund. Hat das überhaupt Schaden gemacht? Ganz wenig. Wo geht denn jetzt hin? Dann kommt jetzt zu mir. Ah, Alter! Big G, chill! Sagen Sie ruhig, dass Sie ein Freund von mir sind. Okay. In dieser Gegend ist es von Vorteil, mein Freund zu sein. Oh, warte mal, ich habe was Neues bekommen. Keramikplattenschoner, Alter. Gut. Nicht schlecht zumindest. Ah, die habe ich auch bekommen. Wow. Also viel Rüstung auf jeden Fall. Wow. Desorientiert Widerstand, Brandwiderstand, kritischer Trefferschaden, 43 Rüstung. Sucherminen-Explosionsradius, plus 5%, ne? Das ist nicht mal gut. Ich hab Haftgranaten-Explosionsradius. Ja, guck mal. Okay. Nehm ich. Ja, hab ich jetzt auch. Ist gut. Immer schön, wenn man auch mal einen neuen Loot bekommt. Mhm. Aber ich hab noch was. Ja, erste Hilfe, Verbündetenheilung, ne? Gegen Haftgranatenschaden. Ja, komm. So. Wohin gehst du? Hier war noch eine kleine Tasche. So. Grüner Loot. Alles klar. Geht's da hinten irgendwie runter? Tiefer. Ja, hier ist eine Leiter. Treppe, Leiter, Treppe. Treppenleiter. So eine Mod wäre geil, dass man irgendwie an einem bestimmten Prozentwert sich selber, also automatisch ein Stimpack oder so eine Erste-Hilfe-Ding benutzt. So, dann zu dem Nebeneinsatz hier, ne? Mein Freund Wickelt mir verraten, dass seine Cleaners schon lieben, eines Vorratspakete klauen wollen. Gedöns. Wick ist ein guter Kerl. Ich wusste, er kommt zurück. Wie auch immer. Die dürfen die Vorräte nicht in die Finger kriegen, sonst ist hier die Kacke am Dampfen. There is an enemy. Enemy, warte. Meine Mine versucht... Warte mal kurz. Oh, jetzt hast du schon getroffen. Sorry. Komm mit, Mine. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Was ist denn das Blaue da? Achso, das war das im Gramercy, okay. Ja. Und wenn sie da zwei nehmen, zwei Hauptmissionen im Gramercy? Nee. Naja, wie man sieht. Die Mine ist geil. Aber sie ist leider nicht kaputt. Noch, hat er noch ein bisschen. Ich werde beschossen. Ja, hier ist Heilung. Nein, Mine. Was hat sie getötet? Ja, ich war, glaube ich, eine Bombe oder so. Ich habe gerade Punkte bekommen. Echt? Ach, weil ich vielleicht jetzt erst aus Out of Combat bin? Wir müssen noch gar nicht runter. Wer auch. Ich weiß, aber ich gehe jetzt trotzdem hoch. Ja. Ja, ich warum kommst du mir hinterher, wenn du schon sagst, wir müssen gar nicht hoch? Ich aktiviere da mal eben die Mission, du kannst da hier oben bleiben. Ja, mach ich auch. Okay. Ich schmeiß da meine Mine runter, falls da irgendwas Böses kommt. Jo. So. Ein Treffen der Gegner. Wo? Sag doch auch direkt immer wo. Und nicht einfach nur ein Treffen der Gegner. Ey, meine Fresse. Toll, da hinten. Okay. Toll. Das musst du alleine machen, ich kann dir nicht helfen. Okay. Ach. Du kannst ruhig da oben bleiben. Nee. Ich will auch EP haben. Kriegst du doch, oder nicht? Ich will auch EP haben, ist klar. Sind die überhaupt Gegner? Ja, Leichen. Warnung, eintreffende so. Gegner. Aber man levelt schon echt schnell, ne? Also, jetzt gerade, so in letzter Zeit. Ich meine, wir machen ja mittlerweile fast in jedem Bereich mindestens mal ein Level. Ähm.
Also doch, ein bisschen Schaden macht die schon. Also für Gruppen ist ja kein. Alter! Was denn? Hast du nicht mal richtig Schaden genommen? Eintreffende Gegner. Nee, darum ging's ja gar nicht. Achso, FPS, okay. So schlimm in letzter Zeit, also jetzt so. Ja, die droppen teilweise schon so auf irgendwas um die 10. Schon komisch. Hast du mal gegoogelt, ob da vielleicht irgendwie. Nee, keine Ahnung. Weil vielleicht ist es ja wirklich irgendwas, was irgendeine Einstellung oder so nicht so gut läuft. Weil wie gesagt, bei mir läuft ja eigentlich ganz recht rund. Warnung, eintreffende Gegner. Naja, aber ich habe wahrscheinlich meine Einstellung sogar niedriger als du deine. Hast du nicht deine nach meinen mal irgendwann gerichtet? Was? Nee, wenn dann andersrum. Nee, du hast mich doch irgendwann mal gefragt. Ja, du hattest mich gefragt, als du deine Sachen bekommen hast. Ja. Aber ich glaube, meine sind ein bisschen niedriger, so also insgesamt. Ach, die rennen sogar weg davor. Aber es ist blöd, wenn die zu früh zündet, dann trifft die Gegner meistens nicht mehr. Ja, das blöd. Boah, ey, was ist denn hier los? Ey, hier liegt jetzt überall grüner Loot rum, den muss ich noch mitnehmen. Verdammte Scheiße, ey. Die haben jetzt, die letzten 4 Tage gab es, glaube ich, keine Daily Missions mehr. Okay. Weil die wohl scheinbar vergessen haben, neue nachzuliefern. Ah, dann siehst du mal schon. Weißt du, die haben das schon wieder aufgegeben, das ganze Projekt. Weil das wohl client-technisch irgendwie gesteuert wird, also da werden dann Dateien in den Client reingeschoben. Ah. Die dann halt sagen, wo die sind. Okay. Die hörten wohl am 8. April hörten die wohl alle auf. Okay. Und dann gab es jetzt letzten 4 Tage keine einzige mehr. Das ist aber blöd. Boah, es gibt viel. Schade, ist nicht so gut. Haben sich bestimmt die ganzen Daily Mission Junkies drüber aufgeregt. Ja. Nee, aber da wurde natürlich dann direkt wieder Hass geschoben. Ja, klar. Ah, oh, mein Inventar ist schon wieder voll. Echt? Jo. Wie viele Plätze hast du denn? 49. Ich hab mehr. Komisch. Jetzt nicht arg viel mehr, aber mehr. Gut, dann ist auch klar, dass mein Inventar schneller voll wird, ne? Ich hab 2 Plätze mehr. Ja. 2 Plätze, ey. Macht schon Unterschied. Findest du? Ja, aber ich nehme auch alles mit, ne? Ich auch. Alles. Ja. Ja, dann findest du anscheinend nicht so viel wie ich. Irgendworan muss es ja nur mal liegen, dass mein Inventar voll ist und deins nicht. Ich wusste nicht, dass das ja ein Wettkampf ist. Ja, bei dir schon. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen leer gemacht. Das war jetzt auch nicht endkrass, aber. War wieder ein paar Sachen zum Verkraften. Zum Verkraften? Mhm. So, dann zum nächsten Kampf. Oh, ich habe fast die 1000 für den Medizinflügel voll. Cool. Sie haben Tech-Flügelgüter, um den Tech-Flügel auszubauen. Cool.